So, und herzlich willkommen zurück bei Amnesietablette mit eurem Kai Perinha aka Crunchcow und dem Mike Kaiser. Wir haben den Arbeitsauftrag, nach Atira zu gehen. Und von Atira aus fahren wir wieder zurück nach Kavala. Gestohlenes Polizeifahrzeug ab DPL Richtung Airfield unterwegs. Das alles klar, da ist alles klar. So, wie fahren wir jetzt am besten? Na, hier rechts. Da rechts irgendwie runter zum Airfield und dann würde ich sagen, gib ihm. Wir haben verstanden und sind auf dem Weg zum Airfield. Gibt es eine Identität des Diebes? Negativ. Kacke. So, ich fahre mal rechts rum. Da kommt was auf mich zu. Ein Polizeiauto? Das da ist aber noch Max. Einer von uns drin. Gut, dann wenden wir hier. Wow. Ja. Ja, man kann ja einmal... Täter flüchtig, haben verloren, letzte Lage unbekannt. Man könnte auch einfach mal hier am Rand stehen bleiben und gucken, ob der an uns vorbeidonnert und dann die Verfolgung aufnimmt. Ja. Oder wir bauen eine Sperre auf, wie auch immer. Okay. Okay, also alles klar. Hier sieht es nicht so aus, als wenn jetzt irgendwas ist. Die Frage ist auch, ob der nicht vielleicht schon vorher irgendwo abgebogen ist und gerade wo wir runtergefahren sind, irgendwo raufgefahren ist, ne? Täter Richtung Airfield gesichtet. Alles klar. Gehen wir mal um. Was fährt denn hier gerade hinter mir? Nee, das bin ich. Der PKW. Da weiß ich nicht. Frage, haben wir Luftunterstützung? Negativ. Verdammter Hacke. Täter flüchtet auf Airfield. Dann fahren wir jetzt einfach mal hinterher. Wo ist das Airfield, also auf welcher Höhe? Direkt vor uns. Da vorne ist er doch, der fährt immer im Kreis. Seid ihr mit dabei, oder? Was? Die mit dem Hexagon, die gehören dazu. Die sind gehören dazu, ne? Wo ist er? Weil das ist ja gerade vorbeigefahren. Keine Ahnung. Nee. Der hat ja nichts davon. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Hab ihn, da ist was im Haus. Achtung, im Flughafenterminal. Im Terminal? Im Terminal drin. Okay. Wir ziehen uns erstmal zurück und warten auf Verstärkung. Ja, auf mich wird geschossen. Ja. Beschuss auf Polizist. Brauchen am Airfield bitte Unterstützung. Könnt ihr mich hinten decken? Dass ich keinen in den Rücken kriege jetzt? Ich wollte doch nur in der Hocke. Ist er drin in dem Tower? Der ist oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach ist er. Boah, ich wurde hier gerade fast umgefahren.
Ich brauche ganz schnell Unterstützung. Oha. Ganz, ganz schnell. Wir brauchen Verstärkung am Airfield. Bitte einer kommt. Tot. Aussteigen, sofort. Ja. Auf uns geht Platz. Auch schon schön. Bitte. Auf euch wird was? Auf uns wird schon geschossen. Also einer Täter tot. Sind Mr. Red Dog, also ATG. Mr. Red Dog ist derzeit schon tot. Bloody ist auch noch beteiligt, ist in einem Rebellen-Geländewagen. Aber kein Turm oben, oder? Ist er zufällig geflohen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Lust, mein Fahrzeug zu reparieren. Gestohlenes Fahrzeug steht im Flughafenterminal. Ach hier, wie kam der denn da hoch? Ein weiterer Helikopter kreist über den Flughafenterminal und da ist niemand drin. Okay. Wie viele Einheiten befinden sich gerade zur Zeit in diesem Ort? Drei Stück. Einmal Kai Serenia, Max Meyer und Mike Kaiser. Kannst du mich decken, während ich mein Auto repariere? Das kann ich gerne tun. Boah, ich habe den Header gegeben, glaube ich. Da wird er sich ärgern. Er ist aufs Dach gegangen, wollte auf mich schießen, habe ich ihn erschossen. Hat aber klug gemacht, wenn der Reifen kaputt geht, dann senkt sich das Fahrzeug und damit bist du auch hinter dem Reifen natürlich nicht mehr so sicher. So, also die Lage scheint sich beruhigt zu haben. Es befinden sich derzeit keine feindlichen Einheiten vor Ort. Das gestohlene Fahrzeug ist noch hier. Frage abschleppen oder holt sich das jemand wieder ab? Das Auto besitzt, habe ich gerade neben mir. Bin auf dem Weg. Gut, es steht im Flughafenterminal und da wird es schwierig sein, mit dem ADAC vielleicht rauszubekommen. So lange aber trotzdem absichern, bis ich da bin. Ja, verstanden. Ich fahre auch mal mit dem Auto hin und. Ich dachte erst, Bloody wird mich umfahren, deswegen hatte ich auch schon da versucht drauf zu schießen, aber der hat mich so versucht abzulenken, dass ich mich auf ihn konzentriere, weil der hat sich genau vors Auto gestellt. In dem Moment kam... Oh, das ist ärgerlich. In dem Moment kam er hoch, an dem hier oben, an diesem Dach, an dem orangenen, und schoss auf mich. Cooler Trick. Was denn?
Genau, bauen wir uns ein Schutzschild. Ja, immer noch besser als... Ich mach mal eben gut aus. Wenn der hier so läuft mit seinen Gewehr, ne? Dann sieht das aus, als hätte der dicke Eier. Ne, wenn du hier mal so guckst, so wie er läuft, so richtig so wie so ein Cooler, ne? Ach, der Chef kommt. Wahrscheinlich mit einem Manta. Das sehe ich nicht. Ne, mit einem SUV. Ach, der Chef ist fertig. Ich persönlich mein SUV. Ja. Ich habe nur gesehen, wie Max fast umgefallen wäre. Hallo, Herr Müller. Den Dieb musste ich leider erschießen. Herr Kai. Guck mal da. Er ist da geparkt worden. Aha, wie kommt der da rein? Sag mal, willst du nicht auch mal aussteigen und salutieren? Wegtreten, sonst klatscht es. Ey, du darfst mich jetzt nur noch Schützenkönig nennen. Das passt ja. Ja, das passt gerade so, ne? Also das ist ein krasses, also wäre ich nicht zufällig vorbeigefahren und hätte das gesehen, der hätte uns verarscht. Grave, ja. Du warst ja auch noch in der Nähe, ne? Ja, hab ich jetzt Licht ausgemacht oder angemacht? Hallo? Werden los. Hab ich jetzt noch Blaulicht an oder nicht? Warte, ich bin gerade auf der Karte. Ah ne, ich hab keins. Jetzt hab ich wieder. Fahren wir mal alle nach Gravia. Wenn ich Gravia finden wir da auf der Karte. Der ist direkt am Airfield, da sind wir gerade durchgefahren, als wir dann abgebogen sind. Oh Mann, ey. Ah, der Täter kann aber schon lange weg sein. Unser Hunter. Das letzte Mal, als ich den vermeintlichen Täter gesehen habe, fuhr einen schwarz-orangenen SUV. Notiert. Ich glaube nicht, dass er sich das notiert hat. Ich glaube auch nicht, dass er es jetzt mit Stift und Zettel gemacht hat, aber zumindest, wenn wir jetzt so ein Auto sehen, könnte es derjenige sein. Ach, jetzt bin ich, glaube ich, falsch ab. Ich hätte jetzt gedacht, Bloody steigt noch aus und schießt mich ab. Ich habe noch versucht, weil er für mich ja dann involviert war in diese ganze Schießerei, wollte ich noch auf seinen Reifen schießen. Hab mir dann aber gedacht, das ist so weit weg. Ich muss mal eben bei unserem Hund gucken. Der liegt leider noch draußen. Vielleicht will er rein. Ich weiß es aber nicht. Der Hund? Ja. Genau. Draußen in der Wiese. Guckt er denn so, als wenn er reinholen würde? Ja, da muss ich ja gucken. Vielleicht ist sie ja auch richtig am Dösen, richtig eingeschlafen und will gar nicht rein. Das ist auch gut möglich. Aber ab und zu mal ein Auge drauf werfen. Ja. Vorne fliegt Schropp mit niemand an Bord. Ich überlege gerade, ob ich einfach wieder zurückfahre Richtung Airfield und da mich mal kurz an die Hauptstraße, also in die Autobahn stelle.
ich glaube, so viele brauchen wir ja jetzt auch nicht. Wenn man mal das Männchen anguckt, wenn man nach links und rechts geht, das wechselt so schnell die Sicht, ne? Rechts, links. Fahren die anderen schon wieder los, ja. Stellen, sonst steht der Busch mir hier so ein bisschen im Weg. So besser. Los, wird Nacht. Hast du ihn jetzt doch reingelassen? Nee, wollte nicht. Also hab ich. Da war auch noch ein Banküberfall. Ich habe dir was zu trinken und was zu essen gegeben. Das ist doch schon mal etwas. Sollten wir mal hoch? Wir gehen uns mal weiter in Richtung Pyrgros. Das ist ja eh unser Streifengebiet. Da ist wieder einer voreilig. Ja, können wir gerne machen. Ja. Können wir uns absprechen für Bank. Ja. Dann gehen wir mal hoch. Channel switched. User joined your channel. Hallo. Hi, hallo. Seid ihr wieder da? Ja, also für Bank wäre es wahrscheinlich besser. Ja, glaube ich auch. Ist das Sieber auch wieder hier? Ich glaube, nee. der verhandelt hat der Mann, ne? Ja, der ist noch irgendwie am Verhandeln. Oder irgendwie und mit Musik und so weiter. Ist einer schwer verletzt und braucht wieder 75 Live? Nö. Ich hab 98. So, dann mach ich mal das Blitzlicht an. Ich hab noch ein paar ganze Verbandskasten dabei. Also ich hab auch alles noch auf Video. Was denn? Alles. Ich hab das ganze Zeug. Ach, alles. Ach so. Der Red-Off. Jetzt passiert.
Drücken wir mal L, um Licht anzumachen. Weil dann, Achso, wenn der Steve gleich wieder da ist, dann muss ich dann auch mal fragen, wie das jetzt ist, wenn wir dann eine scharfe Waffe brauchen. Falls ich doch die Bank ausrauben soll. Hey, hast du heute aufgenommen? Ja. Versuch mal, wenn du aufnimmst, hinter der, hier im TS, hinter deinem Namen irgendwie Aufnahme zu schreiben oder irgendwie so. Dass der doch jeder weiß. Ja, der hat uns ja auch schon Bescheid gesagt. Ja, ich möchte vielleicht auch mal so einen Aufnahme-Channel, das ist ja auch oben, aber ich schreib's mal demnächst hinter. Weil manchmal kann das nämlich passieren, dass irgendwelche Dinge gesagt werden, die nicht darin gehören, deswegen. Nee, sowas schneide ich ja eh raus. Ja, aber dann weiß das doch jeder, dass aufgenommen wird, wenn du jetzt zum Beispiel so jetzt hier im TS bist, also hier im Channel. Warte mal, ich mach das einfach mal eben schnell. Alex, wer schreibt denn jetzt dem Mr. Redog zurück? Wegen Wackeln. Ja, der hat gesagt, wenn sie keine 250.000 bekommen, rauben sie die Bank aus. Ich bin gerade nicht drin. Und der ist you. Schreibt denn nochmal, dass sich unser Vorgesetzter melden wird. Ihr benötigt nur etwas Zeit. Ja, schreibe ich, glaube ich, muss noch besser, also bevor die da die Bank wirklich ausrauben. Ja, zumindest, dass sie eine Rückmeldung haben. Ja, genau, der wenn muss. Wenn die keine 250.000 kriegen. Also viel würden die bei der Bank irgendwie kriegen. Was wenn die herausschlagen? 130? Ja, also maximal über 160 kriegen wir in der Bank. Aber eigentlich ich bin jetzt an der Bank. Jetzt an der Bank und guck mal, ob ich irgendwas Verdächtiges sehe. Warum ist der mein PS heute zur Reise? Auf einem Server hat niemand bei einem Banküberfall eine Million bekommen. Boah. Na, überleg mal, was dann die Zivilisten mit Geld verlieren. Aber wir haben noch 2 Minuten. Oh, Hilfe. Bevor die Bank ausrauben. Sivo sollte sich beeilen. Ja, schreibt einer bitte von euch das mal dahin zu ihm, weil ich kann jetzt gerade nicht, ich bin jetzt hier am Klären. Okay, was sollen wir schreiben? Ja, überlegt euch was, ich muss jetzt mal runter. Ich muss mal meinen TS kurz neu starten. Okay, wer ist jetzt noch hier? Kai? Du bist noch da. Max, Kai, Mike. Die sind schon an der Bank, Leute. Die sind schon in der Bank drin. Dann schreib mal, ob die verhandeln wollen irgendwas, ob man da mal was machen kann oder sowas. Da drin einen hab ich konnte ich doch nicht. Da unten ist einer. Max, du bist doch gerade, du stehst doch gerade, ne? Ja. Ich schreibe, was soll ich schreiben? Wir würden gerne Verhandlungen aufnehmen oder sowas halt, ne? Ja, also jetzt. Ja, jetzt soll ich schreiben, wir brauchen noch etwas Zeit, da unser Vorgesetzter gerade etwas. Unser Vorgesetzter wird eh nicht antworten, weil der ja beschäftigt ist. Wir sollen das machen. Also schreib einfach, ob sie zu einer Verhandlung bereit sind oder nicht. Na, ich kann das nicht, übernehmen. Warum kannst du das nicht? Du musst lernen. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ja, so wie ich sag. Schreib einfach, Schreib jetzt einfach, wir sind zu Verhandlungen bereit, so. Ja, das ist gut, so. Wir sind zu Verhandlungen bereit, welche Forderungen haben Sie genau? Ja, hat zwar schon gesagt, aber das gibt nochmal Zeit. Genau. Und ich fahr zum HQ, falls ich meine scharfe Waffe benutzen soll, ihr wisst schon. Also ich bin jetzt auch an der Bank. Da schon drin, also pass auf, ne? Ja, die sind... Kai, hast du eine Waffe? Ja, ich habe eine geladene. Okay, ich hab gesagt, sonst hätte ich Redog nicht töten können. Das stimmt. Sichert die hinteren Gebäude ab. Vor der Insel. Auf der Insel? Vor der Insel. Vor der Insel, damit die nicht mitkommen. Oder sowas. Weil die verschanzen sie ja dann von hinten und dann natzen sie natürlich alle von hinten weg und können vorne auf der Insel einfach ganz chillig bleiben. Ich frag mal eben den Steve, ob ich meine scharfe Waffe benutzen darf. Weil ich denke, die werden. Ne, ich habe ja noch keinen Waffenschaden, weil ich denke, die werden auf jeden Fall die Bank ausrauben. Also bin gleich wieder da. Und alles mit der Ruhe, keine Hektik. Soweit alles ruhig hier an der Bank, es bewegt sich. Es sind auf jeden Fall schon mal 2 Leute oben. Willst du hingehen? Ich gehe hin. Mach. Okay.
Ich leg jetzt meine Waffe und so alles rein, ne? Warum macht unser Kai das denn nicht? Das ist doch. Lass ihn doch machen. So lernt er es doch gut. Ich habe jetzt alles reingelegt. Ich bin jetzt unbewaffnet, Leute, ne? Ja, wartet mal. Okay. Also, ich lass mich nicht sehen, ne? Also, ich bleib hier hinter so einem Haus. Du siehst mich als Hexagon. Weil ansonsten schießen wir. Pass unbedingt auf, dass ich, wenn es zu Schusswechsel kommen sollte, jetzt auf dem Weg zur Brücke. Ja, ich sehe dich. Ach nein, Leute, weißt du, was das Problem ist? Wenn ich jetzt gleich offline muss, die mich als Geisel nehmen, was ist dann? Ja, komm. Abmarsch mach ich. Okay. Wer macht das, der Kai? Machst du das? Ja. Das ist gut. Ich komm trotzdem dahin, ne? Jetzt, nein. Nur einer. Also nicht so, dass man euch dann gleich sieht, ne? Ja, ist hast du geschrieben, dass du an die Brücke kommst? Nee, ich schreibe jetzt gerade, einer wird zur Brücke kommen. Genau. Ah, der jetzt. Und dann bitte Ruhe und keine Hektik. Genau. Das ist natürlich nur ein Holo, ne? Das bringt es ja dann total. Also ich werde da jetzt nicht ohne Waffen hingehen. Das haben sie auch nicht geschrieben. Dann schreibe ich nicht unbewaffnet. Schreib einfach, einer kommt zur Brücke. Und dann gehe ich hin. Sie haben ja nicht geschrieben, dass ich unbewaffnet dahin kommen soll. Sie haben nur gesagt, einer soll dahin. Okay. Richtig. Jetzt kannst du. Ich habe geschrieben, einer der Polizisten kommt zur Brücke. Ich komme dann auch, ne? Also zur Bank, in die Nähe irgendwie. Und die Vorderseite der Brücke, haben sie gesagt, ne? Was meinst du, Mike? Ja, die bleib doch einfach im HQ stehen. Ja, okay. Brücke. Nur zur Brücke. Ja. Gehen wir mehr als einen Polizisten, der sterben oder so. Und ich fahr zu der Garage ganz einfach, da sehe ich auch kein Mensch. Ich bin hinter dem Haus und hab alles im Blick. Und bitte, einer muss den Kai auf jeden Fall covern.